So, ihr Lieben, da sind wir wieder bei Let's Play New Super Mario Bros. 2 für 3DS. Okay, und wir machen jetzt nochmal das Schloss, was so hübsch lila schimmert. Süß. Oder so. Und uns fehlt nämlich noch eine Sternmünze. Und ich habe mir jetzt gerade hier nebenbei so eine Seite geöffnet. Nein, nicht zum Cheaten. Ja, die ist jetzt halt so ein bisschen für... funktioniert das noch? Oh mein Gott, sieht aber komisch aus. Also, um die Münzen hier zu finden, die eine soll angeblich nicht so schwer versteckt sein. Quasi genau hinter der ersten. Und dafür brauchen wir auch den Tanuki-Anzug, oder wie der Teil heißt. Ich weiß nicht, ob die offizielle Bezeichnung wirklich so richtig ist. Ich glaube aber schon. Oh. Oh, das war jetzt gerade ein bisschen Glück. Das weniger. Egal. So. Also da stand irgendwas von wegen unsichtbare... Nein. Nein, keine unsichtbaren Neins, aber unsichtbare Glück. Genau. Ah ja, perfekt. Okay. Hier haben wir nochmal ein Tanuki-Blatt, aber das brauchen wir nicht. Wir haben ja schließlich schon eins. So. Und dann nehmen wir ein bisschen Anlauf und... Moment, was ist das hier? Ah ja, okay. Ich dachte, ich fliege jetzt hier genauso mitten in die Lava, dass es hier so ein perfektes Feld wäre, wo man dann genau reinfliegt. Das wäre natürlich nicht so dolle, aber das ist es nicht. Dann wäre schön... Oh, nein! Oh Gott, ey. Boah, ja, fast genau in die Nava gesprungen. In die NASA am besten noch. In die geile Weltraumorganisation gesprungen. Ja, man kann neuerdings auch in Weltraumorganisation springen. Also ich kann das. Hat man ja gerade gehört. Okay. Oh, schnell weg, ja. Oh. Und hier ist noch eins, hahaha. Nochmal, um das allen zu zeigen, dass ich weiß, wo die sind. Cool, ne? Okay, interessiert wahrscheinlich eh keinen, aber egal. So, jetzt machen wir den Gegner noch eben platt. Das war ja nicht so ein Beinbruch, das geht schon. Was sind das für komische, stachelige Teile im Hintergrund, die auch mal wieder pink sind? Wieso ist der überhaupt pink? Aber der hat eine stylische Brille, das muss man ihm lassen. Aber die erinnert mich irgendwie an so Atzenbrillen. Also, die Atzen, diese komische Musikgedöns da. Also, die Musik, die jeder 0815-mäßig hört, irgendwie. Ja, zumindest auf so Disco-Sessions und Partys und so ein Gedöns. Also, genau das, womit ich mich nicht auskenne. Tschüss, hallo. So, geschafft. Wieso fällt der immer auf den Po und dann in den Boden rein? Das ist mal wieder typische Mario-Logik, aber gut. Was will man erwarten, ne? Mario, oh yeah, wow. Ja. Ich wollte jetzt einfach mal gucken, wie ich das so toll nachmachen kann. Und so. Okay, weiter geht's. Und ich finde immer witzig, wie die Bäume so bäum, bäum machen. Die sehen einfach so voll knuffig aus. Hallo? Achso, ich dachte gerade, das Spiel bleibt so stehen. So. Ich gucke nämlich gerade auf meinen Desktop und da wird ja nur der obere Bildschirm angezeigt, weil ich den anderen klein gemacht habe. Und dann so, oh mein Gott, wieso bleibt das stehen? So, dann gehen wir erstmal schön in die Wüstenwelt. Wir haben ja auch schon diese erste Special-Welt freigeschaltet, aber die machen wir schön am Ende. Ich glaube, nach der sechsten Welt erst oder so. Ach ja, toll. Der perfekte Sand, den kann ich ja überhaupt nicht leiden. Egal, ich mag die Welt insgesamt gar nicht. Und ich kann mich auch überhaupt nicht mehr erinnern, wo diese ganzen Sternmünzen hier sind. Weil ich habe die Welt nicht sehr oft gespielt, weil ich die einfach schlicht und einfach nicht leiden kann. Andere Welten spiele ich ja manchmal so einfach nochmal, weil ich die cool fand. Aber nee, sowas, oh, das kann ich ja ganz und gar nicht leiden. Und das ist jetzt total egal. Kann man da oben hin? Ich glaube schon. Moment, ich versuche das mal eben kurz. Also, hier drauf. Ach, ich kann auch hier drauf einfach... Oh! Natürlich, wie sollte es anders sein? Natürlich direkt auf die Gammelpflanze drauf. Oh Gott, ich hasse die Gammelpflanze. So. Ich mache das lieber nicht so, weil nachher fällt das Item genau in die Gammelpflanze und das wäre jetzt nicht unbedingt das, was ich erreichen möchte. Ich wette irgendwie, dass man da oben hin kann. Soll ich das nochmal versuchen? Da muss man hin können. Nein. Ach, da aber. Mhm. Aha. Ich hab's ja gesagt. Okay, Sternminze Nummer 1. Voll so abstöhnen. Ja, das ist natürlich super normal. Oh, hier kommt, glaube ich, der Goldblock. Ja, oh, das ist so cool. Das ist nämlich in dem Teil komplett neu. Das gab's vorher noch gar nicht. Das ist richtig, richtig cool gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie lange man den Goldblock behält. Ob das für immer war. Also für immer natürlich nicht, wenn dann nur das eine Level. Oder ob der nach einer gewissen Zeit weggeht. Ich kann mich nämlich nicht mehr genau dran... Scheiße, das war jetzt natürlich blöd. Scheiße. Okay, warte. Ich kann mal was versuchen. Es kann ja sein, dass es trotzdem noch klappt.
Aber ich wollte gerade schütteln. Ich habe mein DS gerade geschüttelt. Ja, genau, wie das bei New Super Mario Bros. Wii immer war. Schön. Ja, man sieht, wie toll ich an Handhelds gewöhnt bin, einfach total. Ah, das ist ein One-Up, das ist ja schön. Nämlich gar nicht bin ich an Handhelds gewöhnt, aber ist auch egal. Ey, cool. Die kann man ja auch nett töten. Ja gut, je nachdem. Ich glaube nicht, dass die Figuren selber das als nett töten bezeichnen würden. Ach, wir haben die letzte noch gar nicht, ne? Okay, dann gehe ich lieber noch mal ein Stückchen zurück und gucke mich da ein bisschen um, weil ich möchte die schon lieber beim ersten Mal haben, als dass ich jetzt hier noch die ganze Zeit rumlatsch. Da oben, ah ja, genau. Okay, oh nein, nicht so. Nicht so, definitiv nicht. Moment. So irgendwie, ne? Nein, nicht so. Nicht so. Nein, auch nicht so. Ah! Nee, ne? Das war sowas von klar. Okay, wir haben auf jeden Fall den Mittelpunkt. Das ist ja nicht mal so verkehrt. Aber keine einzige Münze. Mhm, perfekt. Okay. Gott, Mann. Wieso bin ich so schlecht? Und ich habe schon wieder vergessen, mir einen Timer zu stellen. Wie immer. Egal, dann mache ich das einfach mal intuitiv, wie ich das sonst auch immer mache. Hallo? Ah ja, danke schön. Also intuitiv einfach mal so schön nach Gefühl. Boah, weil da klappt das ja von den Zeiten her auch meistens. Habe ich ja auch meistens 15 bis 18 Minuten und dann bin ich ja gar nicht mal so schlecht dabei. Okay, wir wissen ja auf jeden Fall schon mal, wie das geht. Hier versuche ich jetzt mal die Blöcke wegzulassen, auch wenn das ohne funktioniert. Da muss ich nicht schon wieder 10 Mal versuchen zu schütteln, weil da bin ich mir jetzt sicher, das funktioniert definitiv nicht. Okay, das lasse ich jetzt mal hier. Nein, geh weg. Geh weg. Du auch. So ist gut. Perfekto. Was? Was da unten gerade explodiert? Irgendwie tun mir die ja schon ein bisschen leid. Weil die Goombas sind so süß. Man könnte auch so eine Pflegefamilie für die suchen, anstatt die einfach zu töten. Da könnte man die umerziehen und dann werden die ganz nett werden. Ich weiß, das ist eine komische Idee, aber... also ich finde, die wäre umsetzbar. Nein! Puh, ich dachte schon, ich fliege schon wieder in die Lücke, ey. Das wäre... Hallo? Hallo? Voll so die behinderte Stimme drauf haben. So, bitte. Wo ist der Koopa? Ist er einfach verschwunden? Oh Gott. Ich glaube, das muss man nicht verstehen, oder? Ich hoffe es. Oh Gott. Oh Mann. Was ist das denn hier? Mann. Oh Gott. Ich wollte gerade hier drüber springen. Da habe ich es mir doch anders überlegt. Und dann bin ich nochmal gesprungen. Ach so, ich dachte... Oh Mann. Schon wieder das alte Mario, ey. Ich wollte schon wieder auf die Palmen springen, wie bei Wii. Aber nein. Funktioniert natürlich alles nicht. Toll gemacht. Ach, wäre das Spiel nur so schön wie auf der Wii. Also versteht mich nicht falsch. Ich finde das Spiel jetzt schon gut, nur halt eben die Spiele auf den Heimkonsolen sind einfach meine absoluten Favoriten. Da kann man nichts entgegensetzen. Ist einfach so. Hey, wir haben ja schon 51 Leben. Das ist ja nicht mal so übel. Oh, das war der Scheiß. Den mochte ich auch überhaupt nicht. Und die Teile sehen so aus wie Adler. Oh Gott. Ich hasse das. Ich hoffe, das hat jetzt niemand gehört. Das hat sich gerade so Kiddy-mäßig angehört. Kiddy. Okay. Was war das denn nochmal? Ach ja, das war sowas zum Kugeln, wollte ich gerade sagen. So komisch zum Steuern. Aber ich dachte, man muss das wieder mit dem Handheld machen. Aber das geht ja gar nicht, weil das eben auf der Wii war. Wie immer. Gott, ich bin, glaube ich, so ein Wii-Suchti gewesen von dem alten Mario-Spiel. Deshalb kommen wahrscheinlich die ganze Zeit diese Kommentare von wegen, ja, auf der Wii machen wir das so und so und so und so und so. Toll, ne? Okay, ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube, hier war das. Oh, scheiße, Mann. Wie komme ich nach da oben? Ach so, ja, genau. Oh Gott, tu mich nicht weh. Ja, das war gerade mal wieder tolles Deutsch, wie immer. Ah, gut. Nein! Ich dachte schon, jetzt werde ich auch noch von dem scheiß Boomerang getroffen. Nein! Nein, geh weg, bitte. Ich hab dir noch nichts getan. So, gut. Ich weiß, ich bin gerade manchmal ein bisschen leise bei Mario. Ich muss mich dann immer so derbs konzentrieren irgendwie. Boah, ich dachte gerade schon, ich fliege an der Seite runter. Und wir haben eine verpasst. Toll, wie immer. Okay, dann gehen wir halt nochmal in das Level rein. Ich glaube nämlich, da war irgend so eine Plattform, die geht dann so runter und da muss man dann ganz schnell hochspringen oder sowas. Kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber ich denke, oh, ich muss gerade mal eben gehen. ja, das wird schon irgendwie gehen. Ja, aber ich habe ja morgen meinen letzten Schultag vor den Osterferien
Und deshalb bin ich jetzt gerade erst noch ein bisschen müde, weil ich freue mich so auf die Ferien. Ich will endlich lange schlafen. Das hatte ich so lange nicht mehr. Das hat mir so gefehlt. Und dann kann ich mal richtig schön aufnehmen und nicht immer nur zweimal in der Woche oder so. Ach, ja. Das wäre mal richtig toll. Und nicht mehr diese scheiß Referate machen. Boah, ich habe so viele Referate in dieser Woche gemacht. Irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr drauf. Ganz ehrlich. Ach, so, wo müssen wir denn noch hin? Also, hier ist der Checkpoint. Ich glaube, wir bleiben jetzt mal unten. Ja, das müsste eigentlich richtig sein. Da haben wir eine Röhre. Was ist denn da drin? Wird man da hochgeschossen? Ach, nee. Ach, nee. Ich hasse die Fuzzis. Fuzzi, hallo. Komm, ich springe einfach so. Und dann... Boah, ja, Triumph. Ja, ich weiß, das war jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll, aber trotzdem Triumph. Für mich ist es immerhin ein kleiner Triumph. Also. Hä? Jetzt kommt man einfach nie mehr da raus. Oh, sorry, du hast jetzt die Münze geholt, aber wirst jetzt hier verrecken. Warte einfach, bis die Zeit abläuft. Oh. Oder so. Das wäre natürlich auch eine schlaue Idee. Einfach mal... Oh Gott. Das zu betätigen, aber nein, wir machen es mal wieder kompliziert. Scheiße, 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 Champs-Élysées. Ba-ba-ba. Oh nee, nicht immer diese 10er-Teile, braucht eh kein Mensch. Und jetzt können wir schon wieder da... Oh. Und ich weiß gerade nicht, wie spät es ist. Das ist ein bisschen doof. Wie gesagt, wenn man Let's Play, sollte man sich auf jeden Fall einen Timer stellen. Irgendwann mache ich mir, glaube ich, mal so ein Erinnerungsvideo für mich selber. Packe ich mir das so ganz fett aus dem Desktop, damit ich jedes Mal weiß, dass ich mir einen Timer stellen muss. Weil ich vergesse das wirklich jedes Mal. Ich habe ja früher immer Camtasia benutzt und da stand ja immer die Zeit so ganz fett drauf. Und hier ist das jetzt natürlich nicht mehr, wenn man die X-Story benutzt. Aber man muss halt auch die X-Story ein bisschen zusprechen, dass es wirklich viel, viel, viel besser ist. Also wirklich sehr viel besser. Und ich glaube, mir ist mal aufgefallen, dass ich so Jump'n'Runs einfach viel besser Let's Playen kann als so Rollenspiele oder so. Weil bei Jump'n'Runs, da kann man immer schön dazwischen labern, weil es keine Zwischensequenzen gibt, die irgendwie Stimmung vermitteln. Und so Rollenspiele oder so, oh, da wird ständig gelabert. Ich überspringe die Texte entweder die ganze Zeit oder ich laber wirklich in so super epischen Szenen immer dazwischen. Aber ist ganz ehrlich so, wenn ich privat solche Spiele spiele, dann gucke ich mir die auch meistens nicht an. Also jetzt so Szenen und sowas. Aber es kommt halt eben drauf an. Wenn das jetzt so wichtiges Gelaber ist, was wirklich zur Story gehört, dann gucke ich mir das manchmal an. Aber so einzelnes Gelaber von Leuten, die mich nicht interessieren, ja gut. Da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Oh Gott, Hilfe. Ich mein Gesicht. Ich mein Gesicht. Was, wie soll ich das machen? Achso. Oh. Wie geht das? Oh mein Gott, Hilfe! Das ist total schwer! Und dann einfach drüber springen. Ja, genau. Das war irgendwie mal wieder typisch. Fliegt das runter? Ja, es fliegt nicht runter. Okay, das war früher anscheinend so. Dann legen wir das mal hier kurz hin. Plump. Ach, toll. Wow, ein Pilz. Das geilste Item überhaupt, was es im ganzen Spiel gibt. Yeah. Ja, nicht ganz, ne? Hallo? Ich würde hier gerne hochkommen. Hä, wie war denn das nochmal? Ach, scheiße, Moment. Genau, okay, ich weiß wieder, wer es geht. Ich spring mal kurz eben in den Tod, weil das wäre jetzt irgendwie ein bisschen Zeitverschwendung, wenn wir jetzt schon wieder da aus dem Level rausgehen und wieder reingehen. Und ich weiß immer noch nicht, wie lange wir aufnehmen. Cool, ne? Ach, Mann. Dieser doofe Timer. Kann ich nicht irgendjemand dafür einstellen, dass er mir einen Timer stellt? Das wäre auf jeden Fall praktisch. Hallo, wieso ist das Teil jetzt auf der Ebene? Das war eben auf der zweiten. Verstehe ich irgendwie nicht so. Hoah! Yeah! Okay. Da müssen wir so... Ja, das wäre jetzt toll gewesen, wenn ich auf die zweite Ebene gesprungen wäre und dann da in die Röhre doch reingegangen wäre. Das wäre auf jeden Fall sehr praktisch gewesen, weil das ja natürlich dann voll den Sinn und Zweck der Sache erfüllt hätte. Ah, okay. So. Ich dachte jetzt, das Teil wäre hier unten und tötet mich direkt mal. Das wäre doch auch immer eine nette Sache. Und ich glaube, ich benutze jetzt erstmal diese Feuerblume, die ich hier im Inventar habe. Oh Gott, es kommt auf mich zu. Es kommt auf mich zu. Moment mal. Wie funktioniert denn das? Also ich brauche den Pow-Block. Nur wie? Achso, einfach da drauf kloppen. Und ich hole mir mal eben das. Ah, okay. Verstehe. Ja, das ist ja jetzt kein Problem, ne? Achso. Oh, geh weg. Yeah, und das ist die zweite, also fehlt uns nur noch eine. Oh ja! Boah, meine Stimme kackt voll ab, so. Ja! Ja, wie immer, wunderschön. Okay, was passiert, wenn ich das mache?
Plump. Nein. Nein. Nein, das war jetzt gerade doof. Nein, nein. Moment, ist hier am Grund? Ist immer am Grund? Das hat sich gerade angehört wie türkisch. Ist immer am Grund? Ich wollte sagen, ist hier ein Abgrund? Und dann kam, ist immer am Grund raus. Ja, das, ich kann schön sprechen. Das wissen wir alle. Nein, 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 nicht so. Was ist das? So, ich dachte gerade, das wäre so ein Geräusch, dass die Blöcke jetzt verschwinden mittendrin, während ich hier draufstehe. Das wäre eine schöne Sache, muss man einfach so sagen. Okay, ich glaube, wir beenden nach dem Level aber auch erstmal, weil ich habe so das Gefühl, dass wir wahrscheinlich schon 20 Minuten hier dranhängen. Und das wäre jetzt nicht so toll, wenn die Parts alle so unregelmäßig sind. Blub. Okay, also sehen wir uns beim nächsten Mal. Oh, süße Kakteen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann ciao.